Angst löst im Gehirn verschiedene Reaktionen aus. Als erstes reagiert der Thalamus auf sämtliche Umweltreize. Ein lautes Geräusch etwa leitet er weiter an die Amygdala. Das ist die Hirnregion, die für die Einschätzung von Gefahr zuständig ist. Sie besteht aus zwei mandelförmigen Ansammlungen von Nervenzellkörpern, die im Zentrum des menschlichen Gehirns sitzen. Die Amygdala leitet dann die körperlichen Angstreaktionen ein. Angst löst im Gehirn verschiedene Reaktionen aus. Als erstes reagiert der Thalamus auf sämtliche Umweltreize. Ein lautes Geräusch etwa leitet er weiter an die Amygdala. Das ist die Hirnregion, die für die Einschätzung von Gefahr zuständig ist. Sie besteht aus zwei mandelförmigen Ansammlungen von Nervenzellkörpern, die im Zentrum des menschlichen Gehirns sitzen. Die Amygdala leitet dann die körperlichen Angstreaktionen ein. Angst löst im Gehirn verschiedene Reaktionen aus. Als erstes reagiert der Thalamus auf sämtliche Umweltreize. Ein lautes Geräusch etwa leitet er weiter an die Amygdala. Das ist die Hirnregion, die für die Einschätzung von Gefahr zuständig ist. Sie besteht aus zwei mandelförmigen Ansammlungen von Nervenzellkörpern, die im Zentrum des menschlichen Gehirns sitzen. Die Amygdala leitet dann die körperlichen Angstreaktionen ein.